Hallo ihr Lieben und willkommen zu dem neuen Video. Heute, wie erwähnt, die Catrice-Seite der Sister Love-Kollektion in Kooperation mit Disney und zwar mit dem Film Findet Dory. Und das finde ich ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie die Sachen performen. Ihr habt hoffentlich schon den Essensteil gesehen, der kam gestern online. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe ein paar Produkte gekauft und bin sehr gespannt darauf. Diesmal würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Augen an. Da habe ich folgende Palette gekauft. Es gibt zwei. Ich habe diese hier mit der Krake gekauft. Ich habe Findet Dory zweimal gesehen. Ich habe keine Ahnung, habe vergessen, wie er heißt. Heißt der Frank oder so? Ich habe keine Ahnung. Hat er nicht irgendwie so einen Namen? Ich keine Ahnung. Ich habe es gesehen, aber mit den Namen da habe ich es nicht so. Fand ihn aber an sich ganz cool. Die andere Palette ist von außen blau. Und was ich halt schade finde, was glaube ich viele schade finden, dass man hier denken mag, oh, schöne Orangetöne und bei der anderen vielleicht ein bisschen in die blaue Richtung, gelb. Ist leider absolut nicht der Fall. Die sind wirklich sehr schlicht, was ich persönlich nicht so schön finde. Also das Packaging von außen finde ich ganz hübsch. Von innen hat es hier einen Spiegel, was gut ist. Und das sind jetzt hier die Farben. Ich finde die noch ein bisschen farbiger als die andere. Die ist halt wirklich super langweilig in meinen Augen. Die ist ein bisschen kühler, diese hier ist wärmer. Ja, ist jetzt nicht der Hammer, aber ich wollte eine gerne ausprobieren, dann ist es halt die geworden. Und ich würde sagen, wir testen jetzt einfach auf dem Auge. Da wird jetzt nicht der krasseste Look, glaube ich, bei rumkommen. Aber wir schauen mal. Ich hole euch erstmal näher ran. So, ich gehe als erstes in den Farbton Nemo. Das ist dieser hier. Da gehe ich einfach mal mit einem Blendepinsel rein, klopfe einmal vorher ab. Und gebe das in die Crease auf und tatsächlich ist der gar nicht so schlecht pigmentiert. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil das wäre jetzt natürlich noch ein richtiger Reinfall, wenn die Palette auch noch wirklich schlecht ist, weil sie ist nicht super günstig. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube um die 14 Euro könnte die auf jeden Fall gekostet haben. Und das finde ich jetzt für Drogerie und Catrice jetzt nicht so günstig. Ja, ich hoffe, dass ich sie einfach in der Sammlung behalten möchte, weil ich werde sie nicht nur wegen der Verpackung behalten. Wenn, dann möchte ich da auch schon Qualität hinter haben. Das heißt, dass ich halt wirklich die auch ab und an vielleicht mal verwende. Klar, wird es wahrscheinlich nicht meine liebste Palette werden, aber es wäre schon schön, wenn ich sie wenigstens, wenn ich damit einen guten Look hinkriege und einen qualitativ hochwertigen Look, sag ich mal so. So, den Ton habe ich jetzt auch am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal mit dem Pinsel in den nächsten Ton und da gehe ich in... Wir haben übrigens hier wieder einen Cake Liner, nur dass ihr das wisst. Den werde ich allerdings heute auch nicht nehmen. Ich gehe in die Farbe Free. Das ist dieser hier. Den mit dem schattiere ich jetzt außen. Auch hier, es ist ein Testvideo so. Ich mache jetzt nicht den krassesten Look. Ich möchte einfach nur gucken, wie die Shades so performen, die ich mir jetzt auswähle. Und ich hoffe, dass sie mich überzeugen werden. Auch der ist deutlich erkennbar. Absolut solide, würde ich sagen. Eine Sache möchte ich jetzt aber gerne testen. Ich habe ja gesagt, ich werde den Cake Liner nicht benutzen als Liner. Ich möchte aber gucken, ob der auch als Lidschatten machbar ist, also tragbar ist, verwendbar ist. Weil den Ton, den ich jetzt eben aufgegeben habe, das ist theoretisch der dunkelste ansonsten. Und das finde ich nicht so gut. Ich hätte gerne noch einen dunkleren und das wäre theoretisch dieser Cake Eyeliner. Ich probiere es einfach mal. Ich gehe mit dem Pinsel rein. Und trage es hier außen auf. Ich gehe mal ein bisschen stärker rein. Jein. Also es geht theoretisch ein bisschen, aber so richtig präzise habe ich das Gefühl. Kann ich da? Ja, es geht. Es geht. Er ist natürlich eher dafür, nicht ganz so dafür gemacht. Er hat nicht die perfekte Textur jetzt dafür. Aber es ist theoretisch machbar. Wenn ihr wirklich nur ein bisschen verdunkeln wollt, geht es schon. Ja, doch. Lassen wir mal gelten. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Schimmerton, nehmen wir jetzt. Und auch das fällt mir wieder ziemlich schwer. Ich glaube, ich gehe in den Ton Family. Das ist dieser hier. Sieht auf dem Finger auf jeden Fall gut aus. Den tupfe ich mir... Ja, doch, der ist super.
Der ist super, kann man nicht anders sagen. Sieht auf dem Auge schön aus. Also ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, die Palette darf vorerst bleiben. Es ist jetzt auf jeden Fall kein, es ist keine Qualität jetzt wie irgendwelche Indie-Brands oder so. Ich glaube, das ist uns allen klar. Die kostet auch ein ganzes Stück weniger. Aber es ist auf jeden Fall eine Palette. Ja, die Farben gefallen mir jetzt auch nicht 100%. Aber das ist einem ja klar, wenn man sie kauft. Und dementsprechend, wenn ihr diese Farben wirklich schön findet und im Alltag sowas einfach gerne tragt, was ja wirklich ein natürlicher Look jetzt geworden ist, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass ihr euch die auf jeden Fall holen könnt. Die Farben, die ich jetzt getestet habe, sind qualitativ ganz gut. Ich werde jetzt noch einen testen. Und zwar Memories. Das ist hier dieser helle Schimmerton. Den würde ich jetzt einfach in Innenwinkel noch aufgeben. Ja, und auch der ist gut sichtbar. Gefällt mir. Oh, das freut mich, dass die Paletten kein Reinfall sind. Also auf jeden Fall nicht die, die ich getestet habe. Das freut mich mega. Ja, aber ich bin froh trotzdem, dass ich mir nur jeweils eine gekauft habe, weil die halt an die anderen auch nicht besonders genug waren, dass ich jetzt mehr hätte kaufen müssen. Genau. So viel zu der Palette. Die ist auf jeden Fall bei mir nicht durchgefallen. Die wird da bleiben und werde ich irgendwann mal wieder was mit schminken. Wir machen jetzt aber erst mit dem Auge weiter. Da habe ich noch zwei Produkte für. Und zwar habe ich einmal den Metallic Eyeliner gekauft. Da gibt es zwei Stück. Einer war, glaube ich, so ein bisschen in die Bronze, Champagner-Richtung irgendwo so dazwischen, glaube ich. Kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich habe ja auch nur die Online-Bilder gesehen. Der würde wahrscheinlich jetzt harmonischer mit diesem Look sein, aber natürlich habe ich den spannenderen für mich genommen. Und zwar habe ich diesen hier genommen, den blauen. Ja, Fokus. Hallo. So ist besser. Diesen Ton habe ich genommen. Das ist die Farbe 010 Blue Lagoon. Und ich bin sehr gespannt. Er hat leider so einen Pinselapplikator hier. Ist nicht mein Favorite, aber wir probieren es. Ich werde jetzt währenddessen aber nicht reden, weil es ist immer schwierig. Es ist generell schon schwierig und habe hier meinen Spiegel und werde versuchen, den ordentlich aufzutragen. So, ich habe die Seiten fertig und ich finde ihn ziemlich schön. Man muss ein, zwei Mal vielleicht drüber gehen, weil er nicht komplett deckt, aber es ist auch nicht schlecht. Also ich bin rüber gegangen und dann am Ende hier dann ein bisschen wenig gehabt, dass ab und zu mal so ein bisschen Haut durchgeguckt habe, da bin ich noch einmal drüber gegangen. Es war jetzt nicht schlimm, es war vollkommen in Ordnung. Ich finde es tatsächlich schön, ich finde auch den Kontrast richtig schön. Also der gefällt mir richtig gut. Der kommt so richtig raus. Der strahlt wirklich schön. Das gefällt mir mega gut. Doch, finde ich. Da bin ich auf jeden Fall überzeugt. Tolles Produkt. Wow. Als nächstes Produkt für die Augen habe ich mir auch Wimpern mitgenommen. Ich habe diesmal nicht das komplette Band mitgenommen, sondern diese gecutteten Wimpern. Hier, ihr seht es, das sind ja auch keine komplett Einzelwimpern, aber ihr seht es, das sind kleine Stränge. Die habe ich mitgenommen und ich finde, die sehen soweit ganz gut aus. Da ist ein Kleber drin, den werde ich mittesten, weil ich habe auch eben meinen nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Deswegen passt das Ganze gut. Und ja, die tragen wir jetzt auf. So, hier habe ich jetzt die erste Wimper. Da klebe ich jetzt, mache ich jetzt ein bisschen Kleber dran, lasse das ein bisschen antrocknen, bis der Kleber etwas bläulich wird. Und dann kommt das Ganze aufs Auge. Und ich hoffe, dass das einfach ist, dass der Kleber gut hält und dass es einfach hübsch aussieht. Ich möchte tatsächlich auch nicht alles, ich mache ungefähr bis zur Hälfte, hatte ich gedacht. Ich möchte nicht komplett einen ganzen Wimpernkranz voll ballern. Aber wir schauen mal, ich bin gespannt. So, die erste Wimper hängt. Ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob sie es aushalten, dass ich danach Mascara mache. Weil ich bin da tatsächlich eher der Fan für. Ich schminke, also
Ich benutze erst Mascara, wenn die Wimpern schon drauf sind normalerweise. Und ich finde es einfach einfacher. Und ich finde auch, dass man dann die Wimpern besser integriert bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass sie... Ja, wenn beides Mascara hat, dann kleben die auch so ein bisschen aneinander. Und das finde ich persönlich dann ganz gut, dass man nicht vom Nahen so sieht, dass meine Wimpern vielleicht nicht so nach oben gehen, sondern so nach geradeaus. Dann kleben die so ein bisschen aneinander. Das finde ich ganz gut. So, ich mache das jetzt mal gerade fertig und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe die Augen jetzt fertig. Ich habe jeweils am Auge 2 Stück hier außen jetzt, glaube ich, aufgetragen. Hier hinten einmal die längste Variante und dann da die mittlere. Und jetzt habe ich das schon getuscht. Das hat alles ausgehalten, das ist sehr gut. Und ich finde, das ist sehr schön. Es ist dezent, aber es macht trotzdem ein bisschen was. Mir gefällt das. Ich mag gerne solche Wimpern, weil dann kann man es halt wirklich selber überlegen, wie hätte ich es gerne, wie voll habe ich es gerne. Natürlich könnt ihr die noch viel weiter bis innen wirklich reinsetzen. Brauche ich jetzt nicht. Ja, solide. Auch der Kleber war jetzt soweit ganz gut bis jetzt. Gefällt mir. Ist trotzdem noch natürlich, aber dennoch ein bisschen aufgehübscht. So, jetzt geht's zum nächsten Produkt. Und zwar habe ich den Liquid Bronzer mitgenommen. Das ist einmal dieser hier und der ist in der hellsten Farbe. Den gibt es in 2 Farben. Das ist Light to Medium. Und den werden wir jetzt auch mal austesten. Ich habe tatsächlich ganz leicht vorhin abgepudert, aber wirklich nur mit dem Rest auf dem Pinsel und dann nur ganz leicht getupft. Also ich hoffe, dass es klappt. Wir werden sehen. Ich mache das Ganze mal auf und es hat... da hängt gerade ganz schön viel Produkt dran. So einen Applikator hier. So ein Füßchen. Und das werde ich jetzt direkt mit Punkten aufgeben und dann ein Schwämmchen einfach mal benutzen. Ich hoffe, dass das klappt. So. Ich arbeite es mal direkt ein, nicht, dass es dadurch nachher Probleme gibt. Das gefällt mir sehr gut. Wow. Es gab ja schon mal einen von Catrice. Da hatte ich das erste Mal nicht so das Gefühl, dass ich den so gut finde. Dieser hier hingegen lässt sich super einarbeiten. Seht ihr, wie dezent und natürlich das Ganze werden kann? Ihr könnt es natürlich noch aufbauen. Aber ich mag das super dezent immer ganz gerne. Und ich mache das Ganze auch mal hier entlang. Also es lässt sich wirklich leicht einarbeiten und das gefällt mir mega gut. Und vom Farbton, ich bin ja wirklich sehr, sehr hell, passt der sehr gut. Ich glaube, das könnte wirklich was für mich werden, was ich regelmäßig benutze. Ich bin richtig begeistert. Hier unten noch ein bisschen. Es ist wirklich kinderleicht, damit umzugehen. Da hatte ich schon ganz andere Sachen. Könntest du wirklich gut verblenden, ein bisschen den Hals hier noch runterblenden. Es nimmt auch nichts weg, also ich habe jetzt nicht das Problem, dass irgendwie meine Foundation dadurch verschwindet. Mega. Ich gehe das noch so ein bisschen hier unter der Nase auf und ein bisschen hier. Dafür gehe ich so ein ganz bisschen mit meinem Pinsel an den Applikator, um einfach ein bisschen alles Schatten zu geben, damit zum Beispiel hier ein bisschen die Lippe vorkommt. Oder auch die Nase ein bisschen zur Stupsnase mehr wird. Wow, ich könnte sogar noch einmal, würde ich sogar noch nachlegen wollen hier. Ich bin begeistert. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass er vielleicht nie wieder nichts für mich wird, wie aus der letzten LE. Aber das ist wunderschön. Seht ihr, wie toll es aussieht? Und es gibt auch so ein Glow. Ich bin glowy hier so geworden, oder? Ihr merkt es. Wow. Ich mache das jetzt nochmal schnell auf der anderen Seite. So, mit dem Produkt bin ich fertig und ihr seht, wie begeistert ich bin. Ich finde es wunderschön. Ich hatte noch nie so einen tollen Liquid Bronzer. Das muss ich ganz klar sagen. Ich bin sowas von begeistert. Also den, ich bin schon fast überlegen, ob ich mir den nochmal hole, aber es macht keinen Sinn, Laura, vernünftig bleiben. Weil es ist immer noch ein Liquid-Produkt, das wird eher ein bisschen schneller mal schlecht. Aber ich werde ja auch eine Weile davon haben, ist ja nicht so, dass ich den aufbrauchen würde.
Schreibt mir bitte, ob ihr den auch so gut findet. Ob ihr, also ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt in der Kamera, aber ich glaube schon. Klasse. Aber genug geschwärmt, es geht weiter mit dem nächsten Produkt. Und da habe ich einen Loose Powder Blush. Finde ich super cool. Gab es auch in zwei Farben. Einmal in so einem Peach und einmal in einem Pink. Ich habe natürlich Peach genommen. Und zwar ist das 020 Coral Charm. Und so sieht das Ganze von außen aus. Und was daran cool ist, seht ihr das? Es sind verschiedene Farben, die dann da so zusammenkommen. Und das finde ich halt einfach super interessant. Das haben ja auch ein paar teurere Marken, wie zum Beispiel, wer hat das immer, vor allem Givenchy, ne? Ich glaube schon. Ja. Oh, wie süß. So die kleinen Dinge. Guck mal, von innen, das, wo das rauskommt, ist eine Muschelform hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auch schön. Wow. Was auch interessant ist, ihr müsst diesen Dosierer nicht drin haben. Ihr könnt ihn auch einfach abnehmen, steht da auch drin. Und könnt die gesamten Farben mischen. Oder ihr packt den drauf und nimmt vielleicht nur eine Farbe daraus. Das finde ich super cool, ist eine super gute Idee. Also ich weiß nicht, ob das die teureren vielleicht auch drin haben, kann ja sein. Hatte ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist das eine super Sache. Ich nehme, boah, ich weiß nicht, nehmen wir alle gemischt oder nehmen wir einen? Ich glaube tatsächlich, ich würde einen einzigen benutzen wollen. Und zwar schon ganz gerne da, wo es gerade drin ist. Das ist so der natürlichste und zurückhaltendste von allen. Ich gebe mir das jetzt einfach so ein bisschen hier in den Deckel. Das klappt sehr gut. Und gehe dann einfach, nein, nicht mit dem Pinsel, sondern mit diesem wunderschönen Blush Brush hier im Stiel sind einfach so Glitter-Flitter-Dinger. Ich glaube, es sind teilweise Schildkröten und so, Wassertropfen, also richtig, richtig schön. Damit werde ich das einfach mal auftragen. Hier ist das jetzt drin und ich werde mal ein bisschen den Pinsel darin swirlen und das Ganze jetzt einmal auftragen. Habe ein bisschen wenig hier reingepackt, dann nehme ich mir noch mal ein bisschen nach. Hier ist es. Ganz schön kräftig, also das muss man sagen, aber ich denke, das wird sich gut verblenden lassen. Ich gehe auch am Ende immer noch mal mit einem Puderpinsel drüber, weil sich so die Produkte bzw. Blush immer am besten verblenden lässt am Ende. Hier auf dieser Seite ist mir das, glaube ich, ein bisschen besser mit Anhieb gelungen. Ich habe es nochmal ein bisschen mit leichterer Hand aufgetragen. Finde es ganz schön. Ja, doch. Der Pinsel gibt es bessere. Also ich finde ihn wunderschön. Er tut auch, was er soll, aber er ist sehr lose, das müsst ihr wissen. Also er ist wirklich jetzt nicht wirklich fest, aber muss ja auch nicht. Man kann schon gut damit arbeiten, nur ich glaube, ich würde einen anderen präferieren. Ich mag zum Beispiel gerne den von Real Techniques. Der ist, ich mag den von der Form einfach gerne und der ist ein bisschen fester. So, ihr Lieben, ich habe den Blush jetzt ausgeblendet, ein bisschen mit dem Puderpinsel. Habe noch einen ganz leichten Highlighter drauf gegeben und gerade ein bisschen Fixing Spray benutzt. Und ihr seht meinen Glow, wow. Das sieht schon mal gut aus. Und Blush finde ich auch ganz gut. Haut mich jetzt nicht aus den Socken. Aber ich finde auf jeden Fall die Idee cool, dass man im Grunde ja 3 in 1 Blushes hat. Beziehungsweise ja im Grunde 4, weil du kannst ja nochmal alle miteinander mischen. Das heißt, du hast 4 verschiedene Töne. Finde ich super cool. So sieht es soweit aus. Und jetzt habe ich noch das allerletzte Produkt. Und zwar fehlen die Lippen ja offensichtlich noch. Da gab es auch 3 Varianten. Ich habe mir diesen hier ausgesucht. Das ist der Tinted Lip. In jedem Video verspreche ich mich mindestens einmal, oder? Ich glaube schon. Tinted Lip and Cheek Jelly. Also das könnte ich theoretisch auch nochmal auf den Wangen auftragen. Ich habe die Farbe 020 Cuddle Buddy. Der sieht so aus. Und den gebe ich jetzt mal auf die Lippen auf. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe keine Ahnung, wie die Farbe so wirklich auf meinen Lippen aussehen wird. Wir schauen einfach mal. Für mich war das hier die außergewöhnlichste Farbe, deswegen habe ich die genommen. So sieht er auf den Lippen aus.
Sieht schön gepflegt aus, ist so ein bisschen, ja, es ist ja ein Jelly. Halt im Grunde ein bisschen wie ein Lipgloss. Ich finde, die Farbe ist interessant, ist mal was anderes. Und ja, ich finde ihn ganz schön. Was mich allerdings noch interessiert, ich gebe den noch einmal auf dem Handrücken auf. Hier. Und werde den mal einmal verblenden mit meinem Schwamm auf der Hand, weil es interessiert mich einfach, wie das als Blush vielleicht wäre. Ja, so ganz dezent. Könnte man vielleicht mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man da so viel drauf sieht und ob man das vielleicht aufbauen kann. Ja, gucken wir vielleicht mal wann anders. Das waren tatsächlich die Produkte, die ich mir jetzt gekauft habe. Das ist der finale Look. Ich weiß nicht, wie er euch gefällt. Ich finde ihn ganz gut. Er ist eigentlich sehr natürlich. Durch diesen Lidstrich wirkt er aber noch mal ein bisschen aufregender. Also ich bin sehr zufrieden damit, wirklich, wirklich doll. Ich habe jetzt kein Produkt, was ich schlecht finde. Ich glaube, am schlechtesten, wenn ich jetzt aussuchen müsste, wäre es der Pinsel, wobei der nicht schlecht ist, aber für mich am schlechtesten. Und dann tatsächlich der Blush. Ja, ist auch nicht schlecht. Und das, was mir am besten gefallen hat, ihr dürft raten, er hier. Und dann er. Und dann die Palette. Also, die Wimpern sind irgendwo zwischendrin. Die sind okay, aber hat man auch überall anders, ne? Ich bin begeistert. Das Produkt wird, glaube ich, jetzt ziemlich häufig zur Anwendung kommen. Super, super toll. Also, wenn ihr das gerne ausprobieren wollt oder interessiert seid, dann holt euch das, wenn ihr da noch rankommt. Ich weiß nicht, wie lange die Sachen da sind. Ich weiß tatsächlich, dass die Pinsel, glaube ich, schon fast überall ausverkauft sind. Ja, dann freue ich mich, dass ich einen schönen Look jetzt auf dem Gesicht habe. Und ich würde sagen, ich beende das Video. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu testen. Und ich hoffe, euch hat das Zusehen auch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns schon ganz bald beim nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben.